Ja, Leute, und damit herzlich willkommen zum heutigen Midhopia-Stream. Ja! Ich habe wieder ein paar Scheinchen gesammelt und ich verschwinde jetzt erstmal aus dem Bild. Zack. So. Ich will mal kurz hier was einlenken. Ich habe hier auf Twitter letztens eine Umfrage gestartet, wer sich meiner Hauptgruppe später anschließen soll. Für zwei habe ich mich schon entschieden, wo sie dazu kommen sollen. Also für Akaya war irgendwie gar keiner. Wartet, ich hole mir die Liste gerade sogar hier mal eben kurz so vor Augen. Dann hatte ich noch Sunny in der Liste und Paddle. Die haben 20% der Stimmen bekommen. Und Dave hat 60% der Stimmen bekommen. Deswegen zeigt er mir jetzt am besten erstmal, ob der überhaupt in die Gruppe später kommt. Den Rest habe ich jetzt grundsätzlich bei der Umfrage ausgelassen, weil die einfach in der Hauptgruppe irgendwie nichts bringen würden. Ist meine persönliche Einschätzung und deswegen kommen sie nicht in die Hauptgruppe. Die fast durchgehend aktiv sein werden im Spiel. Aber sollte mich Dave jetzt auch nicht überzeugen, dann wird nicht Dave sich meiner Hauptgruppe anschließen, sondern trotzdem Sunny. Damit da alle Bescheid wissen. So, dann habe ich mich jetzt hier um die Nebensächlichkeiten gekümmert. Ich grüße übrigens jetzt auch YouTube. Also, euch lasse ich das auch mit der Info, mit dieser Umfrage, die ich gerade eben erwähnt habe, drin. Aber hier begrüße ich euch wenigstens mal. Ja. Also, ich habe jetzt nicht wirklich viel gemacht seit dem letzten Mal. Ich habe wirklich nur hier die Tickets gesammelt, ein paar Ausflugstickets, wo ich echt viele von bekommen habe. Und ein paar Spielhallentickets, davon habe ich hauptsächlich eigentlich gesammelt. Ich habe nur dann die anderen Tickets genommen, wenn da mal eine höhere Anzahl war. Und ihr könnt ja sehen, dass es sich gerade nicht wirklich lohnt, aber ich spiele trotzdem wenigstens einmal. Und eventuell, ja, kriegen wir wenigstens ein bisschen Geld. Das gebe ich nämlich jetzt Sven, weil er alleine ist. Dann kann ich mir eventuell wenigstens eine Waffe leisten oder eine Rüstung. Weil hier wollen zwei Leute nämlich auch was ausgegeben haben. Sven will ein Herzchenblümchen werden und Paddle will ein Explosionskill. Und ich kann mir beides nicht leisten. Ich starte eben kurz OBS nochmal neu, also bis gleich. Ja, so, direkt wieder zurück. Hoffentlich funktioniert jetzt alles. Ich hoffe, dass es nicht nochmal abkackt. So. Wir haben hier richtig viele Ausflugstickets zu vergeben. Erstmal Pferdeausflugsticket. Wer braucht Pferdefreundschaft am ehesten? Ehrlich gesagt würde ich mir die sogar aussparen für die, die noch fehlen. Pat und Dave müssen aufholen und der Rest, der kommt ja noch dazu. Ja dann Dave, ihr beide Trainingsraum, let's go. Ich will mal hier grundsätzlich für YouTube nochmal erwähnen. Bereits gezeigtes schneide ich raus. Also ihr seht auch bei den Ausflügen nur etwas, wenn es neu ist. Also nicht wundern, wenn da mehr als die Hälfte fehlt von den Ausflügen. Ja, das zum Beispiel, das habe ich jetzt, lasse ich jetzt extra mal für YouTube drin. Das kennen alle schon auf YouTube. Hat keinen Sinn, es zu zeigen, weil es schon mindestens 5-mal vorkam. War jetzt nur so ein Musterbeispiel. Bei der Kochschule, da kann ich mir gut vorstellen, dass da was Neues kommt. Ich bereite uns was Feines zu, wart's nur ab. Joho! Oh, das sieht wirklich lecker aus. Vor allem diese eine Becher da. Das ist nicht mal ein Meisterwerk. Was ist denn los? Das ist fast schon so schade zum Essen. Aber es schmeckt bestimmt vorzüglich. Wie mache ich was vor? Natürlich essen wir das. Oh, direkt zwei Freundschaftsstufen. Haben direkt Stufe 8 erreicht. Und Sudschnecken bekommen. Bleh. Das Besondere an diesem Stück? Ja? Es wurde vor über 100 Jahren gemalt. Aber damals wusste es niemand zu schätzen. Im Laufe der Zeit jedoch. Warte, verliere ich in einem langen Vortrag. Ich drücke nichts, ne? Der rasse von allein so aus. Bemerkenswert. Ich glaube nicht, dass Dave wirklich zugehört hat. Und passend haben wir Kunstgebäck bekommen. Seht ihr, sowas lasse ich nämlich zum Beispiel für YouTube drin, wenn man das noch nicht gesehen hat.
Wie gefällt dir dieser Anhänger? Der würde dir sicher gut stehen, Paddel. Ja, aber auch, Dave. Also schön. Lass uns zwei kaufen, als Freundschaftsanhänger. Tolle Idee. Hier sind wieder zwei Sherpas, oh Gott. Das ist mir erst so im Nachhinein aufgefallen, da standen zwei Sherpas. Ja, und jetzt können wir eigentlich nur noch weitergehen. Oder endlich mal unsere letzten Freunde retten. Ja. Und das ist unser jetziges Team. Hat Exo sich gerade mit Paddel unterhalten? Hab ich auch noch nicht gesehen. Ja, hier haben wir nämlich letztes Mal aufgehört. Und ich habe ja gesagt, die Kisten hole ich, sobald ich mein Hauptteam zusammen habe. Also die hole ich noch nicht jetzt. Huch. Och, nö, warum jetzt? Mein Team wurde schon wieder aufgeteilt. Oh. Wen habe ich bei mir? Schwinn und Exo. Juppa. Der Exo will einen Herzchentaler. Kann ich mir nicht leisten. Tut mir leid. Genauso wenig kann ich mir die Herzchenblume leisten. Dann bin ich gezwungen, mit zwei Heilern... Einen Moment mal kurz. Ich muss noch mal kurz die Situation hier angucken. Ich bin der Einzige, der wirklich im Angriff gut ist. Und das sind alles andere Heiler, abgesehen von Akaya. Den könnte man als einen halben Heiler sehen. Warum? Warum habe ich alle Healer bei mir und drüben sind all die Kämpfer? Mann. Die Burg des dunklen Fürsten. Los geht's. Mir ging es schon besser. Beiß die Zähne zusammen. Oh, da hängt was. Es ist so finster hier. Da kriegt man echt Angst. Sei unbesorgt. Ich bin für dich da. Im ersten Anzeichen von Gefahr kannst du dich hinter mir verstecken. Echt nobel von dir, Akaya. Ja, Sven hat seinen Traumprinzen gefunden. Mir ging es schon besser. Mann, könnt ihr alle mal was Gutes von euch geben? Eine Weggabelung. Das mache ich aber erst wieder hier alles abgrasen, wenn ich die anderen habe. Ich lasse übrigens gerade extra hier sie langsam durchlaufen, damit ihr die Ebene ein bisschen seht. Ach nö, Geister. Jetzt hasst mein Team sich gleich wieder. Aber erstmal jage ich denen eine Explosion in den Rachen. Oh, ich bin gebufft. Das ist schon mal praktisch. Sag mal, Exo, warum machst du nicht dein Licht? Oh ja, jetzt kommt die Riesenfalle. Ab in die Pfanne mit euch. Sven ist wie immer verträumt, haut den Falschen. Aber ich glaube, er macht dann wenigstens einen Crit. Sven ist halt so nützlich wie eh und je. Wieso pieksen die so oft? Megafeuer. Nee, es reicht ein Blitz auf den rechten. Vor allem, ich bin ja gebufft. Welche von den Geistern waren es denn, die mein Team aggressiv machen? Ab hier lasse ich die übrigens wieder schnell laufen. Der Spielschein ist ja nicht so, als hätte ich jetzt 15. Brillengeist. Oh, die sind neu. Ihr kriegt jetzt mein Megafeuer zu spüren. Danach gönne ich mir meinen Bonbon. Ich will heilen die eigentlich, aber ich habe das schon wieder nicht mehr auf dem Schirm. Oh Gott, die machen diesen frechen Pixel, den auch der eine hat. Oh, Sven kocht für Akaya. Akaya kocht für Sven. Akaya braucht einen besseren Heal. Die HP-Bananen, die heilen jetzt mittlerweile ja 40. Wie heilen nochmal die MP-Bonbons? 45, ich würde die gerne auf 50 hochboosten. Exo ist mal wieder hingefallen. Der bringt das Peaks und bringt fast Exo um. Exo war ja gerade dran, sollen die anderen den ruhig heilen.
bauen die wenigstens ein bisschen Freundschaft aus. Außer es werden verweigert den Dienst. Mann, Schwen. Megafeuer! 111! Ich bin so stark wie der große Weise. Das hat ja auch so ungefähr 111 gemacht. So, ich habe ja schon 13er Freundschaft mit Akaya. Akaya und Exo haben sich noch kaum angefreundet. Schwimmen wir so lange ein bisschen zu mir? Ich glaube, mit dem Pferd, das hat eh keinen Sinn bei dir. Du möchtest einen Hochzeitsstrauß und er möchte einen Stab der Erleuchtung. Ihr seid beide unnütz, aber ich will euch halt nicht außen vor lassen. Ich guck erstmal, was es in der Spielhalle gibt. Den Hochzeitsstrauß. Und der war 2,5 wert, ne? An dem könnte ich jetzt ein bisschen Geld verdienen. Ich meine, ich habe eh so viele Tickets. Ich denke mal, ich habe jetzt genügend, ne? 15.000 sollten doch erstmal reichen. Dann kann ich ihm nämlich auch ruhig seinen Stab kaufen. Erleucht uns, Exo, Priester des Wissens. Passt auch echt gut zu seiner Kleidung. Ich hoffe, ich finde jetzt mal langsam ein paar Freunde von mir. Links ist eine Kiste, das heißt, wir gehen erst geradeaus. Los! Reitet uns davon! Die Burg des Dunklen ist echt riesig. Stell dir mal vor, du müsstest hier sauber machen. Bestimmt hat er deswegen all die Monster gestohlen. Gesichter gestohlen. Ja, und die Monster für ihn putzen. Das ist die einzige logische Erklärung. vielleicht nicht ganz die einzige. Ich kann ihn aber nachvollziehen. Dafür würde ich mir auch Gesichter stehlen und Monster arbeiten lassen, damit sie für mich putzen. So, gegen wen kämpfe ich? Das klingt schon nach einem Boss. Sunny! Endlich, ein Sunny-Boss! Ein Moment. Ich habe davon einen Screenshot gerade gemacht auf dem Handy. Eine Sekunde, Leute. Ach, schade. Hat er nicht richtig abgespeichert. Dann mach ich's hinterher. Na gut, ich werde hier ein bisschen was brauchen, ne? Einen Moment mal, warum mache ich mir die anderen nicht eigentlich nützlich? Ich glaube, bei Schwen lasse ich es, weil der eh nur Gruppenangriff macht. Obwohl, das soll er gerade jetzt machen. Ja, und bei mir ist es sinnfrei. So, dann sind die drei wenigstens ein bisschen stärker. Ich mache einen Blitz, damit die anderen mitsterben. Oh, so macht selbst Exo ein bisschen Schaden. Los, Zangenangriff, Akaya! Autsch. Aua. Okay, Sunny verprügelt uns. Das passt ja eigentlich sogar, ne? Sunny ist ja ein Unhold, beziehungsweise so ein kleiner Teufel, und er ist hier auch nochmal ein Teufel als Gegner. Das passt einfach so perfekt. Alter, du bist selbst dann noch useless. Deswegen kommt Schwen zum Beispiel nicht in meine Hauptgruppe. Ich habe erst mein Leben bekloppt. So getröstet. Der gerade komplett ausrastet. So, Eigennervgeist ist schon mal tot. Bin gebufft. Perfekt. Das ist das Beste, was mir passieren kann, dass mich irgendeiner lobt. Er lacht sich an meine Angst. Tut mir leid, Sunny, aber vor dir habe ich keine Angst. Muss streuen. Weil die werden jetzt keine HP-Bananen einsetzen.
Oder auch keine Heilung. Ja, genau, geht auf Sunny. Nur du darfst Gruppenangriff machen. So, Schwert werde ich jetzt übrigens nicht mehr buffen. Vor allen Dingen, wenn er den Buff hat. In dem Buff finde ich sogar besser. Nee, ich mache mit meinem Megafeuer mehr Schaden. Oh, Sunny ist eh tot. Ich krieg auch noch Hilfe. Wir haben Sunny verkloppt. Ja. Die bekloppen. Wie die alle auf Droge sind. Gummisnack gelernt. Stellen mit speziell zubereitetem Essen reichlich HP wieder her. Ah, er hat meinen besseren Heal bekommen. Sunny wurde gerettet, ja. Was habe ich verpasst? Alles, Sunny, alles. Du bist gekommen. Ja klar, ich bin froh, dass du dein Gesicht zurück hast. Ich werde an deiner Seite kämpfen. Aber erst muss ich mal ordentlich ausschlafen. Das klingt so hart nach Sunny. Oh, und ich und Sven streiten uns jetzt erstmal. Die Stimmung ist wegen der langen Reise angespannt. Hey, vorsichtig, ich bin noch vorsichtig. Ah! Tut mir leid, was ich vorhin gesagt habe. Ach, wir haben uns schon wieder vertragen. Doch alles gut. Und Gasthaus. So, Sunny erstmal ins Gasthaus und danach entscheide ich, mit wem er ins Zimmer kommt. Ich und das Pferd am Strand. Oh, was macht der Pona denn da? Das sieht lustig aus. Ich will mitmachen. Ich will das auch mal probieren. Ey, guck mal, der denkt wie ich. Yippie! Sunny hat das Bild sogar direkt gesehen. Also für YouTube, ich hab's rausgeschnitten, aber ich hab Sunny gerade eben kurz nochmal das Bild geschickt. Ich und das Pferd beim Angeln. Es beißt nichts an. Nein, geschlafen. Bruno, lass mich schlafen. Dann mal weiter. Kennen wir aber auch schon. Oh, Pferdchen ist mit eingeschlafen. Kennen wir nicht. Zwei Freundschaftsstufen. Aber keine Fähigkeit. Ja, ich glaube wirklich einfach die Pferdeausflugtickets, die gebe ich mir. Bei jemand anderen haben sie, glaube ich, keinen Sinn. Ein Herz im Pieks, aber mit einer sehr geringen Chance. So. Sven, raus aus meiner Gruppe. Bei dich kann ich nicht gebrauchen. Nee, im Ernst, Sven ist der unnützte Heiler des gesamten Spiels. Wie es wohl den anderen geht? Denen geht's gut, die haben all die Kämpfer bei sich. Es hilft nichts, hier herumzulungern. Gehen wir weiter. So, und wen habt ihr alles bei euch? Ach, nur Maxstream noch nebenbei. Padde will einen Elektrolysekolben, den kriegt er jetzt endlich mal. Da, 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 da. Ein cooler Kolben. Oh Gott, die müssen jetzt, glaube ich, auch einen Boss bekämpfen, oder? Die Frage ist, welchen? Yannick oder Padde? Pall. Und hier ist auch wieder miese Stimmung. Zu nun, Maxstream ist ja bei denen. Maxstream kann jederzeit den Streit schlichten. Wir gehen mal nach links. Padde hat Heilung.exe gelernt. Stellt mit der Kraft der Wissenschaft HP und MP her. Er kann auch heilen. Level up für Dave. Und Maxstream kriegt nichts. Das ist die richtige Einstellung. Kiste mit einem Spielschein. Das hätte ruhig mehr sein können. Ganz ehrlich. Ein Spielschein ist nix. Zangangriff für die beiden. So, ich habe die Auswahl, die linke oder die rechte Kiste. Aber eine Kiste muss ich mitnehmen.
Ein buntes Outfit. Schick, schick, Mixstream. Sehr schick. Du kriegst es natürlich wie immer in grün. Palbanta! Oh, ein Palbanta-Boss. Studie zu Palbanta! Ich find's toll, dass Palbanta ein Gemälde-Boss ist. Eigentlich will ich nur ihn buffen, weil die beiden sind sonst useless. Maxstream will ich erst ein Liebeslied machen lassen, dann darf er auch. So, jetzt darf er. Und dann haben alle mit ihm die Ultra-Freundschaft. Dass der Zangenangriff möglich ist. Autschen. Oh, das ist echte Kunst. Dave studiert Pall. Alle helfen, Max. Ach, Padde, los. Verlier die Kontrolle, Mirko. Autschen, ich muss healen. Er hat Pall geprankt. Der gute Dave. Also das Nützlichste von Dave ist halt wirklich, dass er hier am Pranken ist. Aber die anderen Techniken sind irgendwie useless. Bam. Dave fliegt auch durchgehend nur in diese Falle. Und die ist halt nicht besonders stark. Die verhindert nur, dass der Gegner einmal angreift. Ich habe auch gemerkt, dass der Streuer bei jedem von denen gerade irgendwie überhaupt nichts bringt. Da, das meine ich. Wow, das ist echte Kunst. Und schon wieder hat der Palbanta studiert. Hört auf, euch das Bild anzugucken. Palbanta ist wunderschön. Ja, ich weiß, aber ihr müsst nicht die ganze Zeit dieses Bild angucken. Ich will mal kurz gucken. Und oh, nächster Schlag und er ist tot. Okay, ich hätte gar nicht streuen müssen. Ich sehe mir nicht mehr so beliebt. Oh, der arme Mirko. Keiner mag ihn mehr. Hab Dank! Ich vergesse immer wieder, ich wollte Palbanta in der tiefen Stimme sprechen. Für Odin! Wo bin ich? Der dunkle Fürst hat mich hergebracht. Aber mehr kann ich mich nicht... kann ich mich aber nicht mehr erinnern. Das war alles ein bisschen zu viel für mich. Ich muss mich unbedingt ausruhen. Palbanta ist im Gasthaus aufgebrochen. Hoffentlich erholt sich Palbanta gut. Dann fehlt jetzt nur noch Yannick. Axolotl, bitte sag mir, du hast ein Bild gemacht, wo sie den angeglotzt haben. Ich wüsste gern, wie diese KI geschrieben ist, dass sie immer diese perfekten Fotos macht. Abgesehen vom Froschboss. Da hätte das Foto besser sein können. Axolotl weiß einfach, wann sie die Screenshots machen muss. So, Palbanta würde ich eigentlich zu Davids Zimmer setzen. Aber obwohl alle mehr so für Dave gestimmt haben, bin ich halt trotzdem eher dazu geneigt, Honey in die Gruppe zu holen. Ja, wir haben uns wieder getroffen. Weil Honey ist vom Prinzip her einfach das nützlichere Partymitglied. Das einzig Nützliche, was Dave macht, ist, den Gegner zu pranken. Und manchmal dieser Wirbelwind.
Und damit manchmal meine ich wirklich manchmal. So, er möchte ein Statuenkostüm des Honey, ist gekauft. Ist eine wunderschöne Statue jetzt geworden. Auch wenn dein Mumienkostüm cooler war, warum sind hier so hässliche Farben? Du kriegst die hier. So, Dave. Dave möchte eine Monsterkluft. Hat ein Monster gehäutet. Kein Kommentar. Schwell möchte immer noch eine Herzblume werden und... Akaya-Binde Karo-Uniform. Ist gekauft. Eine wunderschöne Karo-Uniform. Ja, ich habe sie in der falschen Farbe getan. Und noch die Herzchenblume. Für Sven. Falls er sie auch kauft. Er hat sie gekauft. Ist eine wunderschöne Blume. In Orange. So. Muss ja auch alles richtig hier sein. So, Sunny kommt ins Team. Dave kommt ins Team. Und Palwanta. Auch wenn Palwanta immer Streit auslöst, er ist echt stark. Deswegen wollte ich ihn hauptsächlich in der Hauptgruppe haben. So, und jetzt mache ich, glaube ich, eben kurz noch die Wege. Nee, wir warten noch, bis wir Yannick haben. Links. Links klingt immer gut. Los, ihr drei. Wir schaffen das. Wir kriegen nämlich erstmal 1000 Gold. Ein kleines Taschengeld. Also das muss ich jetzt echt mal loswerden. Wanda hat bei Kämpfen so eine Eigenart. Er versucht oft heimlich einen fahren zu lassen. Er scheint zu denken, dass das keinem auffällt. Aber solche Kaliber kann doch jeder hören. Neuer Gegner, Stacheltürme. Es tut mir leid, aber das war zu gut. Das schicke ich ihm als Clip. Also manchmal sind die Interaktionen echt gut. So, zweiter Versuch für die Monsterkluft. Ja! Eine wunderschöne Kluft, Dave. Und Sven will eine Rose werden. Oh. Damit wir uns alle an ihm stechen. Ah, die beiden haben Level Up, aber keine Fähigkeit. Ich möchte die Herzchenrobe. Damit ich euch alle lieb habe. Ja! Ist sie nicht wunderschön? Das Blau. Also ich habe mich mittlerweile entschieden. Obwohl mehr für Dave gestimmt haben, werde ich Sunny in die Hauptgruppe holen, weil er nützlicher ist. Wir dürfen gleich auf einen starken Gegner treffen. Woher weißt du das? Kannst du etwa eh sehen? Yep. Nein, eigentlich stand da vorne auf einem Schild. Vorsicht, ein Gegner stand da, wenn Dave doch nur immer so ehrlich wäre. Na sowas. Das ist ja erstaunlich zuvorkommend. Dann machen wir uns lieber aufs Schlimmste gefasst. Ha, der soll nur kommen, der Endgegner. Ja, der kann was erleben. Also kommt jetzt endlich der Yannick-Boss? Damit ich alle Freunde gerettet habe? Yannick! Klapper, klapper, klapper. Der Yannick-Panzer. Oh, der hat auch noch Schwert und Schild bei sich. Geisterschild und Geisterschwert. Streuer. Dich buff ich. Und dich buff ich. Dich buff ich, solange ich die anderen noch an der Backe habe. So. Explosion. Los, Dave! Rasier! Oh! Was läuft denn da? Der Geisterschild
beschützt das Schwert. Los, Pall! Pam! 112. Also wenn man Pall bufft, ist er auch stark. Yannick Panzer rief um Hilfe. Oh, er überholt die immer und immer wieder. Mega Feuer auf den Panzer. Die anderen wissen schon, was sie tun. Los, Sunny, Zangangriff. Ja, Sunny sollte ich vielleicht noch nicht buffen. Der macht kaum Schaden damit. Pall macht damit richtig ordentlich Schaden und Yannick höchstwahrscheinlich auch. Autschen. Die können auch zusammen Freundschaftsaktionen haben. Aua. Das ist nicht nett. Möchte Freundschaftsaktionen haben. So, und wenn die Gegner auch noch welche haben. Der Yannick Panzer ist auch schon wieder halb kaputt. Explosion. So, und jetzt reckt das Schwert hin. Ja, genau so. Los, Sunny. Der freche Piekser auf dem Panzer. Und sie recken erstmal Dave. Nein, nicht das Wedekaballer. Vor dem habe ich immer Angst. Aua! Das hat wehgetan. Ich könnte jetzt richtig hart eskalieren, ne? Wenn ich mich einmal voll streue. Und das werde ich jetzt tun. Und danach esse ich mein Bonbon. Jetzt zeige ich euch, wie man eskaliert. Es war schön, dich gekannt zu haben, Yannick. In die Luft mit dir. Donnerkeil. Ich habe ihn weggereckt. Ich weiß, wie man reckt. Flammenschili, Schikratin und Schwertsashimi. Tataki! Ich wusste, dass du kommen würdest. Und ich hatte recht. War doch klar, Yannick. Ich kann dir gar nicht genug danken. Ich ziehe schon mal los. Bis später. So, jetzt muss ich nur noch die dunkle Fürsten auf ihn gebrüllen. So, und jetzt darf ich erstmal alle Ebenen nachholen, ne? Das wird ein Spaß. Dave wird jetzt mein Team verlassen. Endlich! Oh, die große Party ist angesagt. Ist es soweit? Darauf haben alle gewartet. Wir haben ein 10-köpfiges Team. 11-köpfig, Telepot damit. Die Welt liegt uns zu Füßen. Wir können jetzt quasi alles tun. Zum Beispiel nach Hause gehen. Wir können jetzt alle nach Hause gehen. Was? Ja, hinstellen, ohne du ganz flott bist, nach Hause davonlaufen. Hey, gar keine so schlechte Idee. Moment mal, seid ihr noch bei Trost? Naja, der dunkle Fürst, der macht mir schon ein bisschen Angst. Aber sowas von. Richtig viel Angst sogar. Du hast ja keine Ahnung, Shining. Ich hatte ja noch nie geschnappt, Shining. Wenn du wüsstest, wie das ist. Der dunkle Fürst Sol. Oh, diese riesigen Hände. Oh, diese finstere, fürchterlich heiße Verlies. Albtraummaterial. Warum reden eigentlich nur die drei und die anderen nicht? Ja, aber. Wenn wir den dunklen Fürsten Sol einfach ignorieren, dann werdet ihr doch erst recht wieder von ihm geschnappt. Uff, da ist was dran. Na toll. Also schön. Das stimmt, wir sind jetzt ein 10-köpfiges Team. Mit etwas Motivation versorgen wir auch dem dunklen Fürsten das Popöchen. Jawohl! Und ich habe 1100 Leute gerettet. 340 HP und 140 MP. Was eigentlich mittlerweile echt wenig ist. Also zumindest bei dem MP-Streuer. So, Yannick. Du kommst mit Palbanta in ein Zimmer.
Obwohl, Pal und Sunny müssen aufholen. Yannick kommt dahin. Ich habe Stufe 30 mit dem Pferd erreicht. Ah, Freunde! Was passiert denn da? Ein Kuschel 2 gelernt. Geht's euch beiden eigentlich gut? Erhöht die Chance und den Effekt der Erheilung durchs Kuscheln. Also das hatte ich gerade göttlich. Eventuell hole ich doch nochmal Ausflugstickets, damit die beiden hier aufholen können, beziehungsweise die drei miteinander. Und ich kaufe mir jetzt natürlich noch diese Runenrobe. Wunderschön. Die ist echt cool. So. Ciao, Dave. Hallo, Yannick. Die ultimative Gruppe, um die Welt zu retten, ist endlich wieder vereint. So, und jetzt werde ich erstmal die ganzen Kisten abarbeiten, die ich habe liegen lassen. Angefangen mit denen draußen. Ich muss erstmal gucken. Also hier, die habe ich auf jeden Fall stehen lassen. Die holen mir jetzt. Los, Paul, reite das Pferd. Ich glaube, ich hau ab. 4000 Gold! Oh, und das war die ganze Ebene. Na gut, wenigstens ein bisschen Geld. So, nur Dave für eine Rüstung und der wird die Herzenkluft. Kauf ich, damit ich hier mehr Geld machen kann. War ja klar, Dave. Explosionskill und eine hohe Chance auf Ausflugstickets. Na gut, ich kann Tickets gerade gut gebrauchen. Aber es wird Erfahrung und zwar eine Kinderportion. Ich guck gerade, Sunny hängt am weitesten hinten vor meiner Haupttruppe, oder? Nee, Yannick. Bewerb für Yannick. Ich will mir so ein paar Ausflugstickets ergaunern eigentlich. Aber offenbar dürfen die drei jetzt ein bisschen aufleveln. Einmal versuche ich es noch. Jawohl, endlich. Oh, wo sind wir hier denn? Wir gucken uns ein Feuerwerk an. Ah, wunderschön. Das ist ein wunderschönes Feuerwerk. Hoffentlich trifft uns das nicht. Ui, ich bin umgefallen. Großartig. Ja, das war wirklich toll. Hier gucken sie auch ein Feuerwerk an. Wow. So ein Feuerwerk ist schon was Tolles. Achtung, gleich wird's laut. Wunderschön. Ah! Beide sind umgefallen. Ach, was sehe ich da? Ein verliebtes Ehepaar. Aber endlich mal auch was Neues. Was gibt's heute im Angebot? Ich wundere, was hättest du gern? Ein Apfel. Oder eine Karotte. Karotten, dachte ich mir schon. Eine Karotte, bitte. Oh, ausverkauft. Tut mir leid. So, ich weiß nicht, ob ich davor eine Kiste übersehen habe. Nee, da habe ich eine stehen lassen. Hier riecht was gut. Und zwar ein Kackerschwert für Yannick. Schwerter sind 100 pro für Yannick. Das ist richtig geil, Yannick. So. Yannick wird direkt ein Paladin-Schwert. Das ist auch richtig cool. Kriegst du, Yannick. Ja, ein richtig cooles Schwert, Yannick. Das Kostümchen sah sogar aus wie ein Kleid. Nur schade, dass Sunny es nicht gekauft hat. Wie üblich. Na dann, let's go. Epona ist echt niedlich. Und die Silberrüstung, die schon ein paar Mal im Roulette war. In Rot natürlich. Oh, Palwanta, probiert endlich mal einen Look aus. Er wird jetzt Haare kriegen. So, zeig uns deine Haarpracht. Na, wie findest du es?
Das Pferd weiß nicht, was es davon halten soll. Aber stylisch, Pal. So, zweiter Versuch für das Herzchenkostüm. Los, zieh dein Kleidchen an. Zahne ihn ein Kleid. Welche Farbe gebe ich ihm? Pink! Einmal muss ich ihm noch eine reinwürgen. Und er will immer auf seinen Explosionskittel. Kiste? Mit einer Herzchenrüstung. Oh, da hast du gerade eine coole Rüstung, Yannick. Und dann ziehst du direkt sowas an. Vor allen Dingen sieht das auch aus, als ob er ein Kleidchen trägt. Ein Herzchenpiekser für unseren Teufel. Schade, dass ich kein Geld dafür habe, ne? So, und jetzt muss ich im Schloss noch die Ebenen mit den Kisten nachholen. Fangen wir doch erstmal links an. Tani nutzt süße Geschosse. Genau deswegen wollte ich ihn im Team dann haben. Bereits im Abschuss. Und Yannick ist ein Geschoss. Ja. 113. Ja, Yannick hasst ihn zurecht, ne? Er möchte ein Silbergeschoss, der Verbannter. Und er möchte eine grelle Rüstung. Um Gottes Willen, Yannick, die tut mir den Augen weh. Oh, wir haben teilen gelernt. Teile deinen Imbiss mit einem Freund, der selbst keinen hat. Okay, da gibt's auch noch was bei den Menschen bei den Freundschaftsstufen. Schnell. 1470 Gold. Ein Taschengeld. Und eine Kiste. Mit dem Krakenpanzer, den man gerade eben gewinnen konnte. Ein Palbanter schwarzer Panzer. Als Krake, der ist so cool, der Panzer. Das Pal jetzt einfach ein Krakenpanzer ist. Richtig geil. Oh, guck mal, meine Rüstung leuchtet so ein bisschen im Dunkeln. Wer hat das Licht ausgemacht? Wo sind denn alle? Nach links? Hallo, ist da wer? Sunny und Pal, was macht ihr da? Was macht ihr beiden da? Wieder dasselbe schon wieder sagt. Der liest meine Gedanken. Der Panzer hat ein Level Up. Palbanter wird zum Herzchenpanzer. Nee, das kann ich ihm nicht antun. Hast du gut gemacht. Kauf dir bloß keine neue Rüstung. Der Krakenpanzer ist viel zu cool dafür. Silbergeschoss. War 1900 wert. Aber wenigstens hat er jetzt eine neue Waffe. Der gute Palbanter. Mega-Blitz gelernt. Verbrutzle einen Gegner und seine Nachbarn mit kräftigen Blitzen. Nice, ich habe endlich einen besseren Blitz. Setze ich gleich auch ein. So, Leute. Zeit für eine neue Technik. Der Mega-Blitz auf Brillengeist A. Neue Technik. Mega-Blitz. Los, zack. Der war ein bisschen eindrucksvoll. Aber nicht so sehr wie Palbanter ins Gesicht pieksen. Yannick. Ich war gemein, es tut mir leid. Ich möchte mich wieder mit dir vertragen. Ich mich doch auch. Danke, Palbanter. Palbanter will eine Krakenkugel passend zu seinem Panzer. Da kann ich doch nicht nein sagen. Eine wunderschöne Krakenkugel. Ich könnte jetzt noch passend den Panzer in Rot färben. So. Der sieht cool aus, Dage. Dave, ein glänzender Dolch. Er möchte immer noch eine Rose werden. Eine dämonische Flasche, die sieht auch cool aus. Oder ein Reporter-Mikro. Wo sogar noch Mie draufsteht. Eine fürstliche Portion Erfahrung. Wie viel ist eine fürstliche Portion? Yannick, wie viel ist eine fürstliche Portion? 6000! Ich hol mal die Level. Oh,
Maxstream kriegt sein Reporter-Mikro noch nebenbei. Hier, bitte. Ich krieg nochmal Geld. Wenigstens werde ich reich. So, letztes Ticket. So, Pallbande darf auch einmal. Um Gottes Willen, warum? Ich muss erstmal abwarten, wenn er Insta finisht. Die beiden opfern sich für mich. Warum? Nicht, wenn ich dabei bin. Rache für Palmanta. Ich kann nur einen von beiden wiederbeleben. Die haben sich beide für mich geopfert. Das habe ich auch noch nie gesehen. Jetzt lustig gefunden, hätten sich alle drei für mich geopfert. Ich bin beliebt. Ich belebe ihn und buffe ihn. Ich denke mal, wütend bin ich auch gut gebufft. Nein, ich mache den Megablitz. Und auch auf ihn. Nee, ich buff mich lieber mit dem Streuer. Außer ich krieg das. Erstmal Palmanta trösten. Direkt die scheiß Furie. Danke. Aber ich hab's noch nie gesehen, dass sich zwei Leute für einen opfern. Die scheinen mich echt zu mögen. Palmanta hat ein Geschenk für den Teufel gekauft. Eine Regenbogenmuschel. Das hättest du doch nicht tun müssen. Sunny ist begeistert. Und war so sehr, dass es fast zwei Freundschaftsstufen gab. Okay, kümmern gelernt. Oh je, Shining mag Sunny und hat's gesehen. Ich bin wieder mal eifersüchtig. Hatte versucht einen neuen Look vor dem Pferd. Tada! Warte, was hast du dir dabei gedacht? Immer wieder richtig gut, sowas. Ich weiß schon, warum ich das immer drin lasse. So, zweiter Versuch für den Herzchenpanzer. Aber ganz ehrlich, ich kann ihm diesen coolen Panzer doch nicht wegnehmen. Wir nehmen nur die Werte hier ausnahmsweise. Der nächste Panzer darf ruhig genommen werden. Aber ich ersetze doch so einen coolen nicht gegen den hässlichen. Das kann ich ruhig antun. Herzchentalar. Da wird mir Exo schon nachtragend sein. Boah, sind das viele. Alles voller Schatzton. Wir haben es geschafft. Jetzt ja erst kommt und so. Das da ist mal dann mal meins. Und das auch. Und das da sowieso. Ich glaube, es geht los. Das wird fair aufgeteilt. Und das hier auch noch. Und das da sieht besonders toll aus. Und das da ist. Sollen sie hüpfen? Ich bediene mich so lange einfach. Jetzt seht ihr, ich mache es richtig. Die hüpfen rum und ich gönne mir einfach. Aber Sunny ist auch einer, der teilt nicht. Ein Herzchen-Zauberstab wäre der Traum von Shining. Ich verzauber jetzt alle mit der Macht der Liebe. Seht ihr? Ich verzauber euch. Liebt mich! So, und Yannick will eine grelle Rüstung immer noch. Sieht aus, als hätte er ein Monster gehäutet. Und das ist richtig merkwürdig sogar. Yannick, was hast du da getan? Ich gebe den Geld, weil weder rot noch orange da ist. Ja, Erwin eine Herzchenkluft und Erwin Explosionskittel. Wissen wir. So, hier natürlich rechts lang. Los geht's. Attacke! Ist es soweit? Ich muss es wieder tun. Oh nein! Alles nur das nicht. Oh doch, ich kann mich nicht länger beherrschen. Nein, beherrsch dich! Zu spät! Nichts kann ihn mehr aufhalten. In der ehrlichen Hüschung der heiteren Erholung. Oh Gott, Yannick. Oh, schon besser. Ja, dir geht's vielleicht besser. Mir ist gerade ein bisschen schlecht. Und ich bin verstört. Passt doch. Oh, was sind denn das für coole Kobras? Silber-Kobras. Ich kann zwar das Pferdchen nutzen, aber ich will meine MP-Bonbons verbessern. Oh, die machen so Schockwellen. Autschen.
Ja, er hat die jetzt einfach nur vollgeschnaubt. Ich wollte nur die beiden heilen. Die schaffen das auch ohne mich. Fuck. Nein, doch nicht auf uns. Sobald die sich beide einmal aufgebessert haben, kämpfe ich auch wieder normal. Ich habe 70 AP-Bananen, Leute, noch im Vorrat. Alle nutzen das Pferd nur zum Schnauben. Und ein paar Cobra-Nuggets. 60 MP-Bonbons. MP-Bonbons machen jetzt 60 statt 45. Guckt, es hat sich gelohnt. Es ist bei den meisten die komplette MP-Anzeige. Also das war richtig sinnvoll. So, die beiden wollen. Und mein nächster Trick, ich werde jetzt Shining imitieren. Was? Gamer-Tiere, legt los! Haha, fast wie echt. Hey! Hat ja jemand meinen Namen gesagt? Nein, ich will kein Geschoss sein! Das hast du verdient, Pal. Hatze dich. Und Sunny ist in ein Loch gefallen. Warum? Sunny hat dich vorübergehend verlassen. Wir sehen uns im Gasthaus. Ja, ach Mann. Warum kommen jetzt zwei Furien, wenn einer aus meiner Gruppe fehlt? Und dann killst du auch noch natürlich Nahkämpfer. Rache für Yannick. Ich kann dich nur einmal beleben, Yannick. Ich mache mir das Ultra-Buff. Anders mache ich keinen Schaden. Und Pal ist tot. Wenn ihr sicher gewesen hättet, ihr mich umgebracht. Bitte, bitte kloppt das Ding einfach weich. Danke, Yannick. Das hat gerade so noch funktioniert. Oh, neue Technik. Schützender Schild. Gegen mich kommst du nicht an. Er schützt das ganze Team. Was guckst du mich so an, Pal? Ich schlag jetzt erstmal die Schlange tot. Und dann heile ich dich. Und jetzt wirft er sich wahrscheinlich vor jedem Angriff mit dem Schützenschild, oder? Menno! Oh, krieg dich wieder ein. Er hat mir ins Gesicht geschlagen. Verwandter macht einen Schönheitsschlaf. Das ist meine Rache. Ja, er wirft sich davor. Das wollte ich sehen. Wie Yannick sich schützend vorwirft. Level up für Yannick. Das war die 90. AP-Bananen, die ich gefuttert habe. Sie heilen jetzt 50 statt 40 AP. Ist ein bisschen nützlicher. 30 AP-Bananen mehr. Und sie sind noch mal besser. Ich glaube, 50 ist jetzt das Maximum, was ich die AP-Bananen lasse. Jetzt geht's in den Zwiebeln an den Kragen. Schneid dich nicht. Der Krieger doch nicht. Verdreh mal echt die Augen. Ah. Huch. Mir kommen gerade auch die Tränen. Oh, was für wunderschöne Bilder. Hier steht, dass wir hier drin still sein sollen. Okay. Schaffen die nicht, oder? Yannick scheint Probleme damit zu haben. Du musst deshalb nicht gleich die Luft anhalten. Dann kriegt er halt nie wieder laut von sich, Sunny. Wo ist das Problem? Wo steckst du, Sunny? Yannick, wo bist du? Die haben sich gegenseitig verloren. Yannick, Sunny! Sie haben sich gefunden, ja! Und Padde verkauft ihr Brot aus irgendwelchem Grund. Jetzt können sie sich gegenseitig kümmern. Ich helfe die Hand, Herausforderung. Du schaffst das, Yannick! Oh!
Komm, Yannick! Das reicht dann für heute. Voll die Enttäuschung. Aber die beiden können sich jetzt gegenseitig loben. So, die beiden können wieder mein Zimmer. Papa, da tue ich aus Prinzip nicht in mein Zimmer. Der hat mich einfach gegen den guten Feind geschossen. Der Herzchenpiekser ist schön. Der passt zu deiner Rüstung. So, er möchte die Herzchenkluft. Und er möchte eine Sternpfanne. Die Kluft kann ich dir noch kaufen, Dave. Eine nice Kluft. So, ich habe jetzt hier alle Wege abgeschlossen, ne? So, die Zuschauer auf YouTube haben ein paar Sekunden Zeit, um zu raten, wie lange das jetzt gedauert hat. So. Mindestens eine halbe Stunde war das jetzt. Die genaue Zeit sende ich in Schriftform rein. Oh, heiße Luft. Ich habe mich schon gefragt, wo die ganze heiße Luft hierher kommt. Und nicht einfach von meinem Megablitzen. Oh! Yannick hat Brandblasen am Po. Ah, ich brenne! Oh, das macht extra Schaden. Yannick hat deswegen direkt eine HP-Banane gefuttert. Na gut, ich stecke mich jetzt eh in die Ruhezone. Mein Hintern brennt. Und, ey, Yannicks Po brennt und Zani sticht doch mal rein. Zum Glück trifft mich das jetzt nicht. Ha, das hat gut getan. Er hat mir der Po gebrannt. Wartung gelernt. Eine Notwartung stellt einiger P wieder her. Braucht ihre Zeit. Pi kann sich selber heilen. Toll. Eine Explosion und alles ist weg. So viel Geld. Ey, die Ebene sollte ich öfter machen. Wenn ihr jetzt jedes Mal die kommen. Zerze und stachle die Gefühle eines Freundes an, um ihn zur Tat anzuspornen. Alter Honig. Also das hängt natürlich davon ab, ob da immer diese Falter auftauchen. Dann könnte ich an denen zumindest Geld farmen. Würde ich dann Oski machen mit denen, die nicht in der Haupttruppe sind. So, er möchte einen antiken Piekser und er möchte ein Backsteinpanzer werden. Und er möchte einen Steinkluft. Ein Sternblatt für Sven. Schön, dass ich mir nur wie immer nichts leisten kann. Na komm, Pi, darfst jetzt auch mal ein bisschen in mein Zimmer. Irgendwie muss ich das ja abarbeiten. Ich habe dich lange genug gestraft. Man kann übrigens hier, glaube ich, schon erkennen, was in der Halle ist. Ja, ich könnte 3 Ausflugstickets gewinnen. Ich will die aber eigentlich eher dafür nutzen, um Geld zu scheffeln. Okay, Mega Blitz auf dem in die heiße Luft. Autsch. Ey, Yannick! Was soll das? Jetzt hasse ich auch noch Yannick! Mann, immer diese beiden, ne? Der HP-Streuer macht jetzt 360 und die Ruhezone macht jetzt noch schneller. Funktioniert eh schon fast instant. Das ist jetzt richtig toll, ne? Ich hasse Yannick und ich hasse Pal. Ich möchte wieder mit Shining vertragen. Oh, dann komm her, Yannick. Shining. Ich war gemein, es tut mir leid. Ich möchte mich wieder vertragen. Ich auch, Yannick. Aber benutze mich nicht wieder als Schild. Okay, Sunny möchte ein Nie-Kostüm. Okay, Sunny. Möchtest du wohl ein Biker werden? In Rot. Bin so fertig, ich falle gleich um. Klingt, als solltest du dir eine Pause in der Ruhezone gönnen. Dann kommst du Stück für Stück wieder zu Kräften. Da will ich rein. Muss ich dann auch irgendwann wieder raus? Natürlich.
Schade. Gönn mir doch mal eine Ruhezone. Hi, will sich bei mir entschuldigen. Na, endlich. Bis in 5 Minuten, wo wir uns wieder streiten. Versuch mich zu fangen, Epona. Wie aus einem Märchenprinzenfilm. Wunderbare Freunde. Schmusewange 2 gelernt und dieses Bild finde ich immer noch wunderschön. Hört die Menge wieder hergestellter MP. Kopf hoch, wird schon wieder. Ja, schön, aber Schmusewange aktiviert sich so gut wie gar nicht. So, er mischt ein Weißblechprojektil und er mischt halt immer noch das Kittel. So. Die beiden können jetzt ruhig die restlichen Tickets ausnutzen. Und heute mache ich einen Gratin. Soll ich dir helfen? Nö, nö, du kannst einfach zuschauen, Verwandter. Okay. Gratin, hoch, da freue ich mich schon drauf. Das sieht sogar lecker aus. Wie lecker. Schildkratin, oder? Ich kriege jetzt keine Schildkratin. Danke, weil wenn sie es schon kochen, will ich es auch kriegen. Piste mit einer Heiterkeitsrobe für mich. Oh, kein Blau, wirklich? Wir könnten dieses Blau nehmen. Aber die Robe ist echt hässlich. Extrem, geh zu deinem Pferd. Pferde können im Stehen schlafen. Ach, tatsächlich wieder was gelernt. Ob ich das auch hinkriege? Nee. Extrem, wir haben mal was Neues gesehen mit dem Pferd. Hätte ich gedacht, dass das noch passiert. Ich erwarte halt immer mittlerweile da nur noch das Gleiche. Ja, egal was ihr haben wollt, ich kann es mir nicht leisten. Oh, ein heiliger Stab, der sieht cool aus, aber irgendwie wie so eine Bimmelglocke. Bereit zum Abschuss. Yannick ist ein Geschoss geworden. Treffer bestätigt. Ich sag ja, Pall schafft es instant, dass ihn alle hassen. Das dauert nicht mal eine Minute. Pall sieht, alle mögen sich. Nee, da muss ich was gegen machen. Und Miegel-Projektil. Also Verbanter ist halt wirklich die ich hasse alle Klasse. Die Monster hier sind echt stark. Wir sollten uns leise an ihnen vorbeischleichen. Oh ja! Hey, nicht so laut. Ups, entschuldige. Hat mich so darauf gefreut, leise zu sein. 1:1 ich. Der Plan hat funktioniert. Nur die beiden? Das war ansteckend. Ich und Pall konnten uns beherrschen. Geht doch nichts über einen kleinen Sprint. Oh, die beiden vertragen sich direkt. Ob da einen auch ablehnen kann? Bei dem Event? Frage, die ich mir ernsthaft stelle. Ich bin so schnell wie der Wind. Oh, eine Drago-Klinge. Yannick, was kriegst du für endcoole Waffen? Ja, richtig nice, was Yannick immer kriegt. Wieder Pall? Und nochmal 4 Ausflugstickets? Die Feenschwestern schenken uns echt viele Tickets. So, wir können Karaoke. Ihr beide, geht mal in die Karaoke. Das kam bisher echt selten, die Karaoke. Ja, lala, wuppdiwo. Wenn Pall Banter singt. Er singt wunderschön. Irgendwie beruhigend. Yannick, er singt dir eins und du schläfst ein.
hat ihn in den Schlaf gesungen. Du hast ja ein Teleskop dabei. Stimmt. Darf ich auch mal durchgucken? Nur zu. Der Mond ist schön, ne? Hui, da ist ja alles stockfinster. Unfassbar, wie dunkel der Nachthimmel sein kann. Die Schutzkappe ist noch vor der Linse. Hi! Vergiss nicht, die Schutzkappe abzunehmen. Oh, ein Schmetterling. Er sorgt jede Menge Nektar aus den Blumen. Der Nektar wohl süß schmeckt? Da kriegt man glatt selbstlos auf was Süßes. Das könnte laut sagen. Los, wir holen uns was zum Naschen. Und jetzt können wir endlich weiter. Ich hoffe jetzt, dass da nicht mehr so viele Ebenen kommen. Ich will den dunklen Fürsten heute noch verkloppen. Das Shiny kann ich schon lange. Da glaubst auch nur du, Sunny. Mir ist langweilig. Sven versucht eine neue Versuche. Tada! Das steht hier. Eine Toadette-Frisur. Endlich kriege ich den Backsteinpanzer für Pal. Der war 2.900 wert, aber ich gebe ihm Pal natürlich erstmal. Pal war in der Sing wieder wunderschön. Ja, ne, klatsch diesmal, anstatt einzuschlafen. Das Lied ist schon längst vorbei. Ja, aber Pal Banda möchte weiter singen. Riecht gut. Riecht lecker. Sie sind so Zombies geworden. Sie sind, wisst ihr, an was mich das erinnert? An diese Itchias Parfümfolge bei Fairy Tail. Dann wurden ja alle zu Itchias und wenn sie an jemanden geschnüffelt haben, dann wurde der auch zum Itchia. Und das ging ja halt die ganze Zeit so schniffel, 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 schniffel. Irgendwie muss ich gerade an diese Folge denken. Ich hab Hunger. Lass uns was zu essen besorgen. Ich zahle. Hätten wir jetzt den Portemonnaie vergessen? Zwei Hotdogs bitte, vier Ketchup, keine Zwiebeln. Und sie haben Zangenangriff gelernt. Golemseck und Blumenwurzel. Mittlerweile entwickeln sich die Freundschaften beim Hauptteam. Also ich hatte ja eigentlich gesagt, ich wollte die ab und zu mal durchswitchen, aber ich glaube, ich werde es doch nicht tun. Also ich werde ihnen hin und wieder Erfahrung über das Brett da geben. Oder ich werde die zumindest einmal ein bisschen grinden. Aber ansonsten, ja. Level Up für mich. Alter, derzeit kriege ich ein Level Up. So, die da oben haben ein Event. Maxim probiert einen neuen Frisur aus. Und ist es ansehbar? Es ist ansehbar. Wollte hart zu einem Mikro impressen. Geld ausgeben. Weißblechprojektil für Palbanta. Der macht nämlich 8 Schaden damit mehr. Und es wurde gekauft. Ja. Sieht aus wie ein Kugelwilli. So, und ja, Dave kriegt endlich seinen glänzenden Dolch. Zack. Er ist wunderschön, Dave. Ich glaub, Phoenix. Aber keine Technik. So, Pal Banta möchte ein Tigerpanzer werden. Oh, Pal, das fühle ich. Alter, wenn ich jetzt mal in der Lotterie da was für Pal kriegen würde, ne? Also den Panzer hier. So eine Kleidung. Ich könnte damit mega Geld machen. Level Up für Pavanta und für Sunny. Er hat doch mal Techniken. Das lasse ich übrigens unkommentiert, weil sind nur die Anfangsstufen, ne? So, wie gesagt, ich gehe jetzt gleich noch den oberen Weg da gleich und wenn da nichts Neues ist, dann ist Feierabend.
So, Sunny macht auch viel mehr Magieschaden, ne? Als alle anderen. Ja, der wegen Gespenster-Talar, der Exo. Und er möchte eine Halloween-Uniform. Ihr möchtet beide offenbar euch für Halloween vorbereiten. Weißt du eigentlich, was Drachen sind? Für wie blöd hältst du mich? Das weiß doch jeder. Drachen sind riesengroße Kreaturen, kämpfe ich jetzt gegen den Drachen. Sie haben Schuppen und können fliegen. Und sie speien Feuer. Wenn die ausatmen, fackeln sie alles ab. Ich habe darüber in einem Buch gelesen. Klar, wo sonst? Es gibt sie ja schließlich nicht wirklich. Ja, wir kämpfen gegen den Drachen. Für mich spitze. Was ist denn das? Ich würde sagen, ein Drache. Und er ist wütend. Und er heißt auch einfach nur Drache. Mega Feuer. Danach buff ich die beiden daneben mir erstmal. Beide, ne, buff für euch drei. Sonst machst du keinen Schaden. Er speit Feuer. Aua. Zeit für einen Zangangriff. Oh, die beiden machen noch richtig gut Schaden. Alter, das war 300 Schaden mindestens. Ich weiß schon, warum ich die beiden im Team haben wollte. Ich bin mir helfe, Sunny. Sunny sollte ich aber nicht boosten, weil sonst macht er sein schönes Geflüster nicht. Mega Feuer. Wir haben ihn schon zur Hälfte down. Er brüllt. Und Yannick hat Angst. Und ich hab Angst. Offenbar macht man dann gar nichts mehr. Ich steck erst mich da rein. So, ich bin geheilt. Janik kann rein. Ja, wir brennen. Sunny ist nicht mehr gebufft. Nee, mach lieber dein Geflüster. Das wäre so viel praktischer. Und machen nie was praktisch schwer. So, er ist entspannt. Wildes Geballer auf den Drachen. So. Ich nutze mal den Ultrasteuer und buffe die beiden. Eventuell machen die beiden ja sogar nochmal einen Zangenangriff. Ich gönne mir den, einen MP-Bonbon. Also optisch ist der Drache mega cool. Amanda zittert. Und ich zitter wahrscheinlich auch, ja. Ich stecke jetzt Palbanta rein, weil der weniger Leben hat. Neue Technik! HP-Sauger! Er hat dem Drachen HP entzogen und ihn so umgebracht. Hat ihm seine letzte Lebenskraft geraubt. Ist aber nicht so nett. Aber wenigstens haben wir heute noch einen Boss gesehen. Drachenfrucht. Ich habe sie einmal probiert und mochte sie nicht. Huh? Wo bin ich? Ey, ihr habt mir geholfen? Vielen Dank. Ich bin Dominik, ein Drache. Ich weiß gar nicht mehr, was passiert ist. Aber ich habe wohl einiges Unheil angerichtet. Das tut mir leid. Es macht ganz schön müde, so herumzustampfen. Ich lege mich wieder schlafen. Gute Nacht. Was für ein toller Drache. Doch nicht nach so einem coolen Drachen, Yannick. Kannst du doch nicht machen. Und Gasthaus. Das war mein 70. MP-Bonbon. Jetzt geben die 80 MP statt 60. Und 10 MP-Bonbons mehr und sie heilen nochmal mehr MP. Alter, sie heilen mich jetzt schon voll.
brauche mich gar nicht mehr streuen mit... Ne, also, die anderen streue ich, aber mich brauche ich nicht mehr dann streuen. Hey, hör mal zu, was ist denn? Ich habe neulich etwas über Sunny gehört. Er sagte, er würde sich irgendwann mal eine bessere Internetleitung kaufen, aber das tut er nicht. Was ist das wirklich, wahr? Scheint so. Das hätte ich ja nie von ihm gedacht. Wie traurig. Er hat echt eine beschissene Bambusleitung. Hat er immer meinen Namen gesagt? Oh Gott, Sunny. Creepy. So, und paddeln wir noch einmal zum Pferd. Mir ist langweilig. Das ist der perfekte Zeitpunkt für einen neuen Look. Und was zeigst du für einen Look? Kein Kommentar, Pate. Kein Kommentar. Das erinnert mich an einen Inkling. Ich weiß nicht, wieso. So. Was wirklich kaufen könnte ich jetzt nicht, ne? Also, geben wir jetzt einfach das Letzte, was am Futter da ist, die Drachenfrucht an mich. Mir hat's geschmeckt. Und dann würde ich sagen, beenden wir das jetzt hier für heute. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß beim Zusehen. Wenn ja, könnt ihr ein Abo und ein Like auf YouTube da lassen, ein Follow auf Twitch. Und ich verabschiede mich damit dann jetzt für heute. Tschüss!